Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und wir sind in der ersten Folge nach der Streamwoche sozusagen, nachdem wir ziemlich viel gestreamt haben und deswegen auch schon ziemlich weit im Spiel sind. Für alle diejenigen, die jetzt nicht beim Stream dabei sein wollten oder konnten und die jetzt so ein bisschen den Faden verloren haben, weil die Streams ja schon relativ lang waren und da viel Zeit schon vergangen ist. Vielleicht noch mal kurz die Zusammenfassung. Also ich hoffe, wir haben jetzt den Laser in unser eigenes Schutzschild sozusagen geschossen und dadurch den Laser überladen. Wir sind jetzt losgezogen zum Shuttle Deck, um da die Kollegen oder wen auch immer zu finden. Und scheinbar haben wir jemanden gefunden. Sind uns aber noch nicht so ganz sicher, was das jetzt hier alles zu bedeuten hat. Ich habe gelesen, dass der Sourceport hier nicht so richtig die Musik einspielt, wie er es eigentlich sollte. Da ist wohl im Original irgendwie was anders. Ich habe keine Ahnung, was genau da anders ist. Aber wollte ich jetzt nur noch mal erwähnt haben. Ja, wie genau das jetzt mit System Shock weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Also ich vermute jetzt, dass ich noch ein paar Folgen aufnehmen werde und dass wir dann das Abschlussgespräch machen und den Rest dann irgendwann im Stream zu Ende bringen, weil das Spiel noch recht lang ist und ich glaube, dass man grundsätzlich alles gesehen hat. So, in etwa. Achso, ich wollte es wieder so machen. Das ist irgendwie für mich das System Shock, so wie ich es kenne. Ja, legen wir mal los. Gucken wir mal runter. Ich dachte kurz, dass man vielleicht hier rüberspringen, aber no chance. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Hier waren wir aber auch noch nicht, von daher ist das schon ganz okay, dass wir hier runterhüpfen. Hier ist noch eine Tür. So. Mal wieder hoch mit dem Fahrstuhl, das lassen wir erstmal. Alles nichts weiter. Oh doch, 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 doch. Berserk Patch, da haben wir ja genug. Im letzten Stream habe ich ausprobiert, man hat bunte Farben. Die Palette wird, keine Ahnung, zufällig durchrotiert. Sieht so toll aus. Don Travers had me examining defense relays all morning. Seems there was a signal from Shodan 78 milliseconds before they fired. So I went down to disconnect the CPU node, and a malfunctioning maintenance bot almost killed me. This whole thing is getting stranger by the minute. Okay. Da scheint irgendwas mit den Verteidigungssystemen nicht zu stimmen. Und hier ist irgendwie... kann man schalten. Speichern wir mal. Ah, okay. Der hier nicht auch noch was weggemacht? So. Und da kann man dann rüberspringen? Vermutlich. Okay. Lassen wir das mal so. Aber das war ja nicht das Verteidigungssystem des Shuttle Base. Das heißt, hier muss noch irgendwo was sein. Da ist schon was Graues. War so ein Selbstmord-Roboter, so ein Selbstmord-Star Wars-Roboter. Hier ist es eine Tür. Hier ist ein Gang. Okay, das ist wieder sowas, wo man sich reinschieben muss.
Gehen wir nochmal zurück. All Flight Bay Maintenance Personnel, we have a serious emergency. Yesterday, the defense system fired without executive control and blew a Triumph shuttle right out of the hangar. I want a complete diagnostics on the computer node in the South Repair Center. If you find anything funny, take it offline. Okay. Scheinbar hat das Defense-System den Shuttle zerstört. Ah, okay, jetzt sind wir hier oben. Aber war auch noch nicht. Doch, hier vorne waren wir schon. Okay. Yep. War einmal rum. Alles klar. Und nochmal hier um die Ecke. Hier scheint es ja runter zu gehen. Das sieht ja nach Strahlung aus. Speichern wir mal. Ist es aber gar nicht. Also noch nicht. Ah, okay. Das war das, wo wir hier oben rüber gegangen sind. Hier wären wir rausgekommen, wenn wir hier runtergefallen wären. Verstehe. 0%. Yay! Ja. Gut, hätten wir das auch geklärt. Okay. Müssten wir eigentlich wieder zurück zu dem... Dockt. Nee. Gut, Power Station hätten wir. Falsche Richtung. Ich wollte ja hier unten wieder hin. Ach, man kann die Karte so beim Draufklicken nicht wollen. Wie komme ich denn hier hin? Kurz. Ich meine mich auch zu erinnern, dass man irgendwo einen Kopf mit sich rumschleppen musste. Moment. Bild. Her. Munition kann man nicht genug haben. Okay, hier waren wir noch. Ah, okay. Okay, nee, ich dachte, das wäre 3, aber das. 4, aber das ist 3. Gut. Licht. Okay, hier war ich aber schon. Das ist nur die Übersicht sozusagen über die anderen beiden Shuttle Base. Gar nicht verwirrend. Contamination. Okay. Ah ja. Okay, hier haben wir eigentlich unsere Aufnahme gestartet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nein, Quatsch. So, Ach, kann ich jetzt, Moment. Ich dachte, nee, ach hier über Hardware ging das. Booster.
Entlastung vielleicht? Ich weiß es nicht. So richtig schnell ist das nicht, aber ging auch so, ohne irgendwie was. Achso, ich hätte ihn vielleicht auch anmachen müssen. Naja. Verstehe, der war nicht an. Da wieder drauf drücken müssen. Ah, lass mal hier. Oh. Das sind die Raketenschuhe. Jumpjet, genau. Ah, eine Head Mount und Lantern. Zwei ist die jetzt. 10 verbraucht die trotzdem noch. Lantern. Ach so. Jetzt ist die. Ja, jetzt verbrauchst du auch mehr. Ich kann hier einstellen. Ja, seinerzeit voraus. Jumpjet, genau. Inactive, dann kann ich da draufklicken und dann kann ich höher springen. Juhu! Mein Inventar ist voll. Was könnte ich denn mal... First Aid. Wir haben eigentlich so viele First Aid Kits. Interface-Demodulator haben wir auch noch. Logic Probes. Na, die behalte ich lieber. Ach komm. Gönne ich mir ein First Aid Kit und nochmal Holotip. Für die Magnum. Was bist du? Debris. Okay, das, ja, war nice to have, aber weitergebracht hat uns das nicht. Wir können jetzt aber, jetzt muss ich überlegen, im Stream waren wir in einem Level, aber auf jeden Fall auch schon, ich kann es nicht ausschalten, oder? Nee. Im Stream waren wir in einem Level, wo man mit so Raketenschuhen irgendwie, da habe ich gesagt, da kommen wir erst das nächste Mal weiter. So steigt denn jetzt hier der Energie auf? Wahrscheinlich. Weil das Ding vielleicht hilft, die Strahlung zu absorbieren. Ich meine mich auch daran zu erinnern, in einem Level, da bin ich aber erst viel später drauf gekommen, haben wir so ein, ich weiß nicht, war das in Ebene 2, so ein Kopf gefunden, nur der sah anders aus. Den musste man mitnehmen, da bin ich mir fast sicher. Bin ich aber auch erst hinterher drauf gekommen. Okay, nee, hier waren wir schon. Das bringt alles nichts. Hier. Ja, so. Der hin. Nach 5 und 6. Das ist vielleicht ein bisschen... schon. Ah, genau, das Cyberspace-Ding. Erinnere mich daran, kurz gucken, dass hier im Cyberspace was verschlossen war an Software due to Security. Das müsste jetzt gehen. Und ich wollte euch eh nochmal in Cyberspace zeigen. Hier, dieses Zeug. Der Cyberspace ist irgendwie sehr merkwürdig. Ich habe aber herausgefunden, wenn man auf die Seiten schießt, dann leuchten die kurz auf. Das hilft einem so ein bisschen, weil hier sieht man auch, kann man irgendwie durch Teile, durch die Räume durchgucken. Die sind also... Und das verwirrt einen, dass man hier nur in so einer Art Wireframe. Das ist Pulsar Combat Software. Ist immer noch blockt bei Ice Defense. Okay. Dann heißt, hat Ice Defense nichts mit dem Security Level sozusagen des Levels zu tun. Ja, hier komme ich raus jetzt. Mode. Habe ich scheinbar schon mal geswitcht, den Mode. Ein Schalter, genau. Ich dachte, vielleicht habe ich noch hier irgendwas übersehen. Rausgekommen, glaube ich. Oder da kommen wir auf jeden Fall wieder aus der Cyberware raus. Es gibt hier unten auch... weiß nicht, ob ich das extra anmachen muss. Vielleicht schon. Hier oben was verändert, das C. Hier kann ich auf jeden Fall die Software aussuchen, mit der ich kämpfe. Ich habe aber das Gefühl, der Driller ist irgendwie... Hier kann ich noch einen Decoy starten und mit Recoil komme ich hier wieder raus. Was ist das denn hier unten? Da
Da war ich gerade. Waren die da auch schon so? Fliegt da nochmal rein. Wurde nichts aktiviert. Ich glaube, die Switches hier habe ich alle schon aktiviert. Genau hier drüben dachte ich, könnte man noch irgendwas einsammeln, aber da ist nichts mehr. Macht das einen Unterschied, ob ich jetzt da raus oder da raus? Ich gehe mal hier raus. Ich glaube, das letzte Mal bin ich da unten immer raus, wo wir reingekommen sind. Ich gehe jetzt mal hier raus. Nein, macht keinen Unterschied. Zurückgeflogen bin ich jetzt, weil im Cyberspace nach vorne S ist und hier ist S nach hinten. Deswegen. Und ich das gedrückt gehalten habe, deswegen bin ich hier rausgehüpft. Okay, da waren wir schon. Ich meine, die konnte man auch mal kaputt machen, bin mir jetzt aber nicht sicher, bringt auch nichts. Hier war irgendwas drin. Ja, okay. Ich glaube, den Level haben wir dann hier soweit. Schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Obwohl, hier irgendwie... Da können wir ja gerade nochmal hingehen. Hier irgendwie noch nicht. Was war das denn? Warum hört denn das da so auf? Gucken wir gerade nochmal. Ach, das ist hier. Hier bin ich nicht weitergegangen in dem Lüftungsschacht, genau. Gut, dass mir das nochmal aufgefallen ist. 33. So, ich bin mir jetzt. Genau, nach oben und dann hier rüber fallen lassen. Zack. Oh. Dann nehme ich jetzt doch mal. Richtige Munition. Oh, ein Blaster. Pulse Cartridge. Was ist das hier? Energy Projectile. Ah! Level 2 Schild. Ah ja, ist auch automatisch an. Okay. Gut, den Blaster hätte ich gerne. Was kommt dafür weg? Ich glaube die Pistole. Magnum. Obwohl, der kann weg. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, der benutzt auch Energie, der Blaster. Magnum Clips haben wir auch reichlich, dann laden wir nochmal die Slugs ein. Also es ist nicht immer so, dass die andere alternative Munitionsart die bessere ist, sondern unterschiedliche Munitionsarten gegen unterschiedliche Ziele, da hat man sich auch schon was bei gedacht. Okay, ich dachte, vielleicht war die aktiv. Okay, dann machen wir das so, dass ich erstmal nochmal eine Batterie nehme. Medipack erscheint mir sinnvoll. Was bist du? Reflex Reaction. Ey, das können wir auch mal nehmen. Detox ist auch gut. Granate. Okay, hier gibt es nur nochmal Ausrüstung. Sonst nichts. Gut, hätten wir jetzt nicht so viel verpasst. Aber der Vollständigkeit halber, hier gibt es sonst noch nichts. Also müssen wir jetzt hier in den wieder zurück. Wartungsschacht oder so. Genau, das hier war der Hangar. Ging es hier noch hin? 3, 4, 5. In welchem Level bin ich denn? Ach, 5.
Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den sechsten Level in der nächsten Folge noch an, laufen da noch ein bisschen rum und ich glaube, dann machen wir mit dem Replay soweit erstmal Schluss. Mir scheint, ich habe ein paar Dinge übersehen, aber das ist im Prinzip jetzt auch erstmal nicht schlimm. Wir haben hier ja kein Zeitlimit, das heißt, wir können immer wieder zurückgehen und das dann erledigen. Speichern wir gleich nochmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Was heißt trotzdem? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schließen gemeinsam das Replay soweit ab und sehen uns in der nächsten und wahrscheinlich übernächsten Folge dann noch.